willkommen heißen zur Premiere unserer diesjährigen Operettenproduktion. Das Jahr 2016 ist ja für die Johan Strauß Gesellschaft ein ganz besonderes. Beginnen wir doch heuer unser 80-jähriges Bestehen. Und aus diesem Grund haben wir heuer ein Stück gewählt eines Komponisten, dessen wir noch niemals gedacht haben, der aber eine ganz besondere Rolle in unserer Gesellschaft gespielt hat. Von 1947 bis 1949 war Edmund Eysler unser Präsident. Und in seine Präsidentschaft fällt eine Initiative mit großen Folgen. 1949, Sie wissen, das war die Nachkriegszeit, mit vielen, vielen Mängeln an allen, in einer sehr schwierigen Zeit, Österreich wurde wieder aufgebaut und man wusste nicht, wie soll es weitergehen, wie werden wir die Besatzungsmächte los. Und genau da hatte die Straußgesellschaft unter Präsident Eysler die Idee, eine 14-tägige Festwoche der Wiener Musik auszurufen. Und diese 14 Tage waren so großer Erfolg, künstlerisch wie auch finanziell, weil man wurde aufmerksam auf im Ausland, aha, die Wiener pflegen nicht ihre Traditionen, dass man dann im Jahr darauf diese zwei Wochen, Festwochen der Wiener Musik wiederholt hat. Mit einem noch größeren Erfolg. Und dann hat die Stadt Wien sich dieser Idee bemächtigt und ab 1951 wurde dann dieses Festival unter Wiener Festwoche bekannt. Und bis zum heutigen Tag wird es praktiziert. Die Johann Strauß Gesellschaft wurde das letzte Mal 1969 eingeladen, mitzuwirken bei solchen Wiener Festwochen. Aber ich möchte heute hier nicht klagen, sondern ich möchte mich ganz dringend bedanken beim Kulturamt der Stadt Wien, dass wir eine Subvention bekommen haben, dass wir ein vergessenes Werk von eben Eysler, zumindest in kammermusikalischer Form, dann heute präsentieren dürfen. Und unsere Wahl fiel auf Bruder Straubinger, den ersten großen Erfolg von Edmund Eysler aus dem Jahr 1903. Durch dieses Werk wurde er einerseits über Nacht in der gesamten Monarchie berühmt und in weiterer Folge durch weitere Kompositionsaufträge über die Grenzen der Monarchie hinaus. Allerdings hat er mit keiner anderen Komposition als einem Lied aus dieser Operette seine dadurch erreichte Popularität später noch übertreffen können. Das Herzstück des Werkes, das Sie heute leben werden, das Lied aus dem zweiten Akt Küssen ist keine Sünd, bei der Uraufführung präsentiert von Alexander Scherati, hat Eysler unsterblich gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute das Werk rund um diesen Evergreen präsentieren können und freue mich sehr, dass wir diese Premiere heute durchführen können, die im Beisein des Urenkels, des Komponisten, den ich mit seiner charmanten Gabe ganz, ganz herzlich willkommen heißen darf, Universitätsprofessor Dr. Paul Wagner. Nicht minder bedanken möchte ich mich bei der Bezirksvertretung Hitzing, dass wir wieder mal hier zu Gast sein dürfen. Und freue mich sehr, heute den Herrn Bezirksvorsteher Stellvertreter gemeinsam mit seiner charmanten Gattin willkommen heißen zu dürfen, Herr Kommerzialrat Christian Gerzerbeck. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden diese Aufführung gleich nächste Woche nachspielen in Wiener Neustadt, da allerdings mit Kulissen, mit Orchester. Wiener Neustadt hat ein, drücke ich mich aus, erweitertes Interesse für diese Produktion bekundet. Trotzdem freue ich mich sehr, dass wir sie heute in dieser Form präsentieren können und sage jetzt Bühne frei für Bruder Straubinger von Edmund Eysler. Gute Unterhaltung!
ihr müsst einen Personalausweis und ein Arbeitsbuch haben. Ja, weil wir nebenher gelaufenen Lumpen aus unserer Beamten nicht in unsere Stadt. Ja, hat er denn überhaupt Papiere? Ja, doch, doch, selbstverständlich. Aha, ich glaube, ich habe ein Trompetensignal gehört. Ich habe es auch gehört. Na, den erscheinen wir doch nicht. Na ja, es ist halt schwierig in so einem Land, wo es da ist. Was will man da machen, nicht? Wenig Geld, da kommen lauter so viele verrückte Leute raus. Und er kann es ja nicht leben. Ja, hat sich der Landkampf, der lebt nur. Also, was ist jetzt? War da jetzt nicht ein Trompetensignal? Zu sehen bekommen. Da wird zunächst einmal meine Gast.
Sie tanzt auf dem Seil und bläst außerdem, wie Sie eben gehört haben, die Trompete. Ich hoffe, ich kann besser tanzen als blasen. Naja, wir sind doch gerade erst angekommen und Sie haben sie noch nicht eingeblasen. Weil das erleben Sie nicht wieder. Noch weitere Muskeln, Männer. Die hoffentlich noch wirklich Muskeln haben. Des Weiteren präsentieren wir einen Bauchredner. Der steht offensichtlich schon vor uns. Eine Gabe von Unterleib, ein Windes, ungezählbares Bändchen. Und ein Minister, der immer die Wahrheit sagt. Ja, aber sonst, wieso hat denn der das notwendig, um bei ihm aufzutreten? Naja, weil er eben deswegen seinen Ministerposten verloren hat. All diese Sensationen erleben Sie heute Abend um Punkt 6 Uhr hinter vor den Toren dieser Stadt. Das heißt, direkt vor Ihrer Schenke. So dass der Herr Wirt etwas verdienen kann und durch die Werbe machen kann. Offen gesagt, Herr Wirt, meine Geschäfte gehen gar nicht so gut. Weiß er vielleicht jemanden in dieser Stadt, der Herz für Künstler hat und selbige auch unterstützt? Ja, in unserer Stadt gibt es nur einen, Landgraf. Aber der interessiert sich nur für zwei Dinge. Militär und schöne Frau. Ah, schöne Frau. Das könnte ja was werden. Wie komme ich an diesen Landgrafen heran? Naja, ich wüsste da vielleicht schon einen Weg. Verstehe. Nun? Naja, also. Der Direktor unseres Hoftheaters, ein gewisser Baron Naum, muss im Auftrag des Landgrafen denselben immer wieder neue, junge, frische, schöne Frauen zu führen. Na gut, wie komme ich an diesen Direktor heran? Na ja, aber der Landgraf, der kommt heute vom Manöver zurück. Ja, wie immer wird er hier bei mir einkehren, bevor er in die Stadt hätte, ja, um den Baron zu treffen und der ihm dann also wieder genau erklärt muss, welche Frauen er gefunden hat für den Landkaufen. Ja, und der Baron, der kommt immer viel früher, weil wir es den Herrn nicht warten lassen. Na, wann kann ich so mit dem Eintreffen des Herrn Baron rechnen? Na ja, also die Beamten zur Prüfung der Gesellen, die haben jetzt sogar ihre Arbeit aufgenommen. Das heißt, es geht jetzt, Ja, es ist gerade Mittag. Na, da wird der Baron sicher schon munter sein und ich denke, in etwa einer halben Stunde wird er hier auftauchen. Also gut, dann komme ich in einer halben Stunde wieder und darf hoffen, dass er mich mit Herrn Baron vorstellen und empfehlen wird. Na ja, vorstellen natürlich, gern. Die Empfehlung an diesem Sicher. Am besten Dank, ich bitte. Da? Er ist noch immer da? Naja, aber was sucht er denn da noch? Er hat ja schon längst bezahlt. Ah, ich warte, bis der andere an der Gesellenklasse vorüber ist. Wenn er mal als letztes in die Stadt kommt, dann wird er kaum noch eine Anstellung finden, weil ja alle Stellen schon besetzt sind. Mach er sich keine Sorgen. Bei meinen außerordentlichen Qualifikationen finde ich jederzeit einen neuen Dienstgeber. Das ist ein merkwürdiger Mensch. Ich glaube, mit dem Stift gebrochen. Oh, der Herr Hofjagdintendant. Also, es freut mich, dass Sie mich wieder einmal beehren. Schon gut, schon gut. Heute schon so Zeit. Ja, es ist ungewiss, wann der Landgraf heute zurückkehrt und darum... Verstehe, ja, Herr Baron. Ja, aber was darf ich denn Herrn Baron heute servieren? Wie immer, wir müssen Themen mit einem Schuss beifern, ja.
in der Märkte, was? Schon wieder Probleme mit den Staatsfinanzen. Mehr denn je. Ihr wisst ja, unser Landgraf. Ja, ja, ich weiß. Sein intensives Interesse für die jungen Damen. Ja, so ein hoher Herr, der kann sich sowas leisten. So unser Herr, der darf sich nur mit einer Frau umgeben. Ja, und das endet dann meistens in Ehe. Ja, das ist sehr traurig. Tja, aber an den hohen Kosten für die hübschen Damen trägt nicht so sehr mein Herr die Schuld, sondern vielmehr seine Gemahlin. Frau Landgräfin. Die und keine andere. Ja, aber das verstehe ich nicht. Nun, die Geschichte ist die. Kaum, dass ich eine neue, attraktive, möglichst unerfahrene junge Dame dem Landgrafen zugeführt habe, lässt die Landgräfin dieser eine beachtliche Mitgift zukommen und verheiratet sie den mittellosen jungen Burschen, bevor noch der Landgraf zum Zug kommt. Ja, und diese Beträge, die belasten den Staatshaushalt enorm. Das geht uns wesentlich billiger, wenn der Landgraf mit der jungen Dame, naja, das ist schon schrecklich. Ja, wem sagt ihr das? So bekomme ich schon seit Jahren keine Gehaltserhöhung mehr. Nein. Ja. Aber sagen Sie, als Hoftheaterintendant, ja, können Sie da nicht mit den Rechnungen oder so ein bisschen was tricksen? Leider nein. So was geht nur am Wiener Burgtheater. Das ist hart. Ja, und diesmal kommt doch noch dazu, dass ich es bislang nicht geschafft habe, ein neues Mädchen ausfindig zu machen, das für den Landgraf in Frage käme und das er auch bei seiner Rückkehr von mir erwartet. So werde ich mir diesmal auch noch dazu den Unwillen meines hohen Herrn zuziehen. Ja, vielleicht könnte ich Ihnen da behilflich sein. Eher. Hat er etwa etwas Passendes bei der Hand? Vielleicht. Wenn ich gegebenenfalls trotz der schlimmen Staatsfinanzen mit der Dankbarkeit meiner Exzellenz rechnen dürfte. Ja, gewiss, rede her. Also, in Kürze wird hier ein Schaubudenbesitzer auftauchen, der mir gegenüber vor kurzem behauptet hat, in dieser Sache dienlich sein zu können. Na wunderbar, er wird mir den Mann vorstellen. Und wenn ich zu einem positiven Ergebnis komme, dann soll es sein Schaden nicht sein. Euer Diener, Exzellenz. Oh, die Frau Landgräfin. Was ist das Thema, Landgräfin? Erlacht. Sie hier. So, Schatten, warum? Fühlen Sie sich ertappt? Ertappt? Wobei, ich verstehe nicht, was erlaubt meinen. Lass uns rein. Versuchen Sie mir nichts vorzuspielen, mein Lieber. Ich habe herausgefunden, dass mein Gemahl es prägt, sich vor seiner Rückkehr hier mit Ihnen zu treffen. Und so habe ich mir gedacht, es ist doch viel klüger, von vornherein Ihre Pläne zu durchkreuzen. Ich ersticke damit die Chance meines Gatten auf einen neuen Seitensprung gleich im Keim und muss somit nicht die Staatskasse belasten. Aber er läuft nicht hier.